Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Frühlingscup. Diesmal mit Lasho King im Lead, denn es wurde mir empfohlen vom guten Thorsten. Da nochmal schönen Dank für den Vorschlag und ich bin sehr gespannt. Spiel es mit Konfusion, sollte vielleicht gut sein gegen, ich weiß nicht, Roserade oder dergleichen. Wobei Roserade eher als Safe-Swap benutzt wird, aber wir schauen einfach mal. Ich habe mir gedacht, komm, Lasho King hat wahrscheinlich keinen Bock auf Lanto, deswegen einfach mal Tintanil mit reingepackt. Und im Podium ist auch ein bisschen blöd, weil die Konfusion resistiert werden, deswegen Lantouren. In dem Sinne, let's go. Ja, punktemäßig bin ich leider wieder ein bisschen abgeschmiert, aber egal. Ich meine, die können wir uns auch später holen, die Points. Deswegen hier nochmal ein bisschen... Okay, ich habe Blizzard. Die Frage, weißt du das? Genau, ich spiele hier mit Blizzard. Aber wie viel hält Lasho King aus? Muss ich schilden? Wäre schon auffällig. Ja, komm, ich lasse einmal durch. Das Ding ist, du könntest auch direkt einsetzen. Also jetzt die Zode meine ich. Vielleicht. Ja, ich glaube, du wirst einsetzen. Okay, ich schild einmal rein, aber es ist schon sehr, sehr auffällig. Aber vielleicht, weiß nicht, dass ich Blizzard habe. Und Frage, fängst du ab? So, ich setze einfach direkt ein. Und lass mich dann, glaube ich, runterfarmen und gehe dann Tintantel. Okay, du wusstest es leider. Schade, schade. Wäre natürlich gut gewesen. Aber das Gute ist, Konfusionsschaden war am Start. So, und jetzt, ich weiß, Tintanel ist das auch nicht die beste Lösung, aber ja. Okay, geh, glaube ich, direkt rüber. Hätte auch drinbleiben ja, müssen eigentlich. Das war gerade ein bisschen reflexartig. Weil, ja, Lantern gegen Tropius, ja gut, ist jetzt nicht so schlecht, weil... meistens Luftschnitt am Start ist und der wird ja resistiert. Deswegen hätte ich rückblickend drin bleiben müssen, aber ja. Als reflexartig, weil ja. Ich hatte immer dieser Trick, irgendwie, wenn der Gegner wechselt, dann habe ich so das Gefühl, man müsste auch wechseln, was ja. Ja, nicht immer. Okay. Ja, nicht immer der Fall sein sollte. So, und jetzt. Wolltest du vielleicht mal einen Landhund rauslocken, das hinten an dem Podium ist, eventuell? Ich weiß es nicht. Ja, gut getimed. Ich werde chillen. Gehe jetzt auf den Donnerblitz. So. Die wollen wir natürlich weg haben vom Fenster. Und hoffen, dass hinten ja, irgendwas Bezwingbares ist. Ah, vielleicht eine Roserade. Das ist eklig. Mit Power Punch. Ja, gut, da kann ich nichts machen. Natürlich wirst du das jetzt hier schilden, aber ich kann leider nicht mein, also zeitnah in meinen Landhund gehen. Vielleicht hätte ich drin bleiben sollen für den Donnerblitz. Aber ich war ja ziemlich dry und dann die Blattgeisel jetzt, aber ja. Da habe ich jetzt leider wieder. Ich will nur gucken, was du für eine zweite Attacke hast. Boah, konntest du gut farmen. Ich glaube, du gehst einfach auf Power Punch die ganze Zeit. Natürlich auch interessante Taktik. Hinten ein Quappo. Da versteckt zu haben, das dann ja, aufräumen kann. Dementsprechend, ja, wirklich starkes Team. Ja, Lasho King wäre halt auch eine heftige Quappo-Antwort, weil ja da sozusagen wirklich alles resistiert wird, denke ich. Jede Attacke. Dementsprechend schade, schade, aber meistens, oder manchmal kann auch Quappo im Lead sein, vielleicht haben wir mehr Glück. Das ist nicht geil. Ich gehe in Tintantel. Ich weiß auch nicht die beste Lösung, aber... Haben wir die Blattgeisel. Ja, okay, ja, nee. Wir haben Lichtkanone, aber. Ja. So. Ja, Wechsel wäre schon nicht schlecht. Kriegen wir den ohne weiteres? Ich weiß es nicht. Da brauchen wir doch noch die eine oder andere Lichtkanone hier. Also, Tropius hat hier ein gutes Leben leider gegen Tintantel. Deswegen können wir höchstens Schaden machen, aber mehr auch nicht. Ja, das musst du eigentlich auch nicht schilden. Vielleicht ist das hier so ein All-in-Lantern-Match, aber ja, vielleicht hast du hinten nochmal Pflanze. Okay, ja, das war clever. Wir können dich nicht farmen, leider. Ich werde mal reinschilden und gehe dann auf die Blattgeisel. Das könnte jetzt eine Laubklinge sein. Okay, nee. Ich gehe aber direkt auf Blattgeisel. Hätte ich die Farm? Nee, ich glaube, Farm geht nicht, weil Kugelsatt. Macht wirklich kaum Schaden und ist auch hier heftig resistiert.
Okay, wir haben den Switch. Das kannst du dann leider mit einem Podium farmen, aber ja, ich meine, wir haben Landturn jetzt drauf gepinnt. Was ganz hinten? Ja gut, wir kriegen jetzt hier unter Umständen zweimal Aqua-Bits ab. Das wird natürlich aufsummieren, aber wenn hinten vielleicht... okay. Bohrschnabel. Vielleicht hast du noch keine Aqua-Bitze. Ist natürlich umso besser, weil Bohrschnabel macht natürlich viel weniger als Aqua-Bitze. Trotz beidseitiger Resistenzen. Okay. Ich weiß, ich hätte auch drin bleiben können, aber... Oh ja, ich hätte... Ja... Wir machen schon mal ein bisschen Schaden. Und... Ja, stimmt, Dunkelklau ist ja hier effektiv. Oh ja, Kreuzschere. Machen schon mal hier den Surfer. Oder hätte ich vielleicht für die extra Konfusion gehen sollen? Kann sein. Oh, du schildest nicht. Okay, ja gut, das war clever. So. Sieben, boah, leck leider. Ja, du hast eh zwei Attacken. Nee, boah, das ist heftig hier, Tektas. Ist leider heftig. Boah, dass du auch nicht mehr einsetzt, ist auch clever. Das ist jetzt leider belastend. Hätte ich vielleicht doch all in Lashoking gehen sollen am Ende, aber ja. Ich glaube, im Podium farben uns jetzt einfach. Wir haben echt zu wenig KP. Und in dem Sinne... Leider nichts geworden, haben sogar noch ein Schild. Ja gut, ich meine, ich hätte natürlich schilden können, aber du hattest die nächste Attacke, deswegen, ja, GG. Ja, schade, schade, also das hätte ich auf jeden Fall auch besser spielen können. Aber weiß jetzt auch nicht genau, im Eifer des Gefechts, ja, muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. So, das ist ein geiler Lead. Was holst du rein? Ja, boah. Das ist sehr ungeschmeidig. Ich werde, glaube ich, einfach komplett meinen Tentantel sacken. Weil, ja, ein Meteorologe und Tentantel ist eh weg. Jetzt kriege ich hier halt zwei Spukbälle ab. Na, Tromborg ist leider, habe ich jetzt nicht bedacht. Hätte ich noch was anderes gebrauchen können gegen Tromborg. Ja. So, jetzt schilde ich hoffentlich den nächsten Spukball und nicht die Samenbomben. Die Frage, schildest du? Ja, du könntest einfach durchlassen und dann Energie farmen. Hier auf die Lichtkanone. Hätte auch doppelte Blattgeißel droppen können, aber ja. So, was machst du? Ja, okay, wir haben den Switch, aber für welchen Preis? Ja, werden wir jetzt sehen. Kommt jetzt leider ein schmerzhafter Farmdown. Ich habe leider nur eine Lichtkanone hin. Ich muss es probieren. Okay. Ja, aber du hast Blättersturm. Potenziell. Den sollte ich schon respektieren. So, ja. Ja komm, ich sag, du köderst, aber hochspekulativ. Bitte kein Strauchler. Okay. Ja, ich gehe Landtouren. Ja, 5. So. Sieht gut aus. Wir gehen jetzt schön auf den Donnerblitz. Und ja, sollte dich vielleicht sogar schon finishen. Ansonsten haben wir noch einen Surfer bei Lashoking, der natürlich resistiert ist gegen Roserade. Aber das Teil hält nicht viel aus. Der sollte unter Umständen schon reichen. Ja, perfekt. Jetzt haben wir hier vielleicht sogar noch den nächsten Surfer. Entsprechend sah das hier gut aus. Das ist natürlich ein leckerbissen Matchup gegen Roserade mit den Konfusionen. Also, wenn man das irgendwie jetzt... Gut, das war natürlich Glück, dass das jetzt im Lead war, aber das sah nicht schlecht aus. So, was können wir noch reißen? Das ist eher suboptimal. Ich gehe in Tentantel. Ich weiß, es blöd aus, aber... So, ist natürlich ein Horror-Matchup hier, weil das ewig lang dauert. Und beide Parteien, ja, teilen gefühlt keinen Schaden aus. Du bleibst erstmal drin. Was sagt mir das? Du bist hinten, hast wahrscheinlich doppelt Wasser oder so. Da wolltest du schon mal ein bisschen Schaden droppen.
Das Ding ist, du bist halt immer einen Kugelsaat voraus an Energie. Entsprechend, ja, kannst du das hier locker flockig holen, wenn man so will. Ich glaube, Ködern macht auch keinen Sinn. Also, wer schildert denn hier eine Lichtkanone? Ich denke eher nicht. Ich werde jetzt auch nicht schilden. Vielleicht gleich. Mal schauen. Jetzt gehen wir hier auf die nächste Lichtkanone. Ich glaube, Blattgeißel reicht noch nicht. Die wird nämlich auch von beiden Typen resistiert. Ich soll schon mal auf die Blattgeißel gehen. Ja, ich glaube, ich gehe schon mal auf die Blattgeißel. Ich weiß, kannst du mehr Energie farmen, aber. Boah, eine Lichtkanone abfangen bei Lashoking, das wär's, aber. Boah, wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich raus. Ah, gut. Das ist ja schon Tentox, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch ein geiles Matchup. Das ist der Säurespeier. Den wollte ich jetzt ungern schilden. Machst du natürlich jetzt mehr Schaden, aber ja. Die Attacke wollen eigentlich nicht schilden. Vielleicht können wir sogar farmen hier. Das war ein geiler Farmdown. So, was kommt rein? Ja. Ich hätte natürlich auf Blizzard gehen können, aber nee, komm, ich gehe einfach auf doppelten Surfer. Obwohl ja, Blizzard wäre schon witzig jetzt gewesen, aber egal. Okay, das Schild ist so oder so. Interessant. Es ist hochinteressant, dass du hier schildest. Ja, das sei ja noch dein Tentandel für einen potenziellen Catch. Ich glaube, ich gehe einfach an Landtouren. Da hast du auf jeden Fall noch die Blattgeißel. Ja. Ich glaube, ein Eissturmköder würde extrem Sinn machen, weil ich dann weniger Schaden mache. Ich schilde erst nicht. Okay, ja. Okay, perfekt. Da kommen wir schon zum letzten Entscheidungsmatch, ob das Set positiv oder negativ ist. Wir werden gleich sehen. Aber sah jetzt nicht so schlecht aus. Das ist wirklich ein geiler Lead wieder. Okay, direkt hier. Hätte rückblickend in Tentandel, glaube ich, gehen müssen. Weil, ja. Landtour kann auch gegen Tentoxa kämpfen. Tentandel auch, aber ja. Egal. So, schon mal der erste Spukball. Wäre natürlich nicht baiten. Selbstverständlich. Das könntest du halt leider reinbaiten, aber ich glaube, wir können dich vielleicht sogar runterfarmen gleich. Ja, du willst den Wechsel, ist mir schon klar. Ich gehe auf Surfer. Du wirst leider auch noch tanken. Leider. Nee, ich glaube, auch wenn du köterst, du solltest keinen Spuk bei mir hinbekommen. Ja. Gut, jetzt haben wir einen Wechsel. Was schon mal sehr lecker. Das ist nicht so lecker. Okay, hast du noch nicht eingesetzt. Krieg schon mal ein bisschen Damage raus. Natürlich hier so ein Blizzard wäre geil, aber ja. Bis ich den lande, dauert auch wieder Lichtjahre gefühlt. Gehen schon auf den Chip Damage, denke ich. Ja, wir gehen schon auf den Chip Damage. Bis jetzt bei. Ich habe 8-mal Luft schon, also hast massig Energie. Aber der sollte vielleicht noch wichtig gewesen sein. Der wird sogar komplett. Nee, farm. Wir gehen hier direkt rüber. 5, 6, 7, 8. Ja. Nee, Schlammburg ist bei 10, habe ich vielleicht verzählt. Ich werde nicht schilden. Schlammburg wäre jetzt nicht geil, aber. Okay. Doppelter Surfer. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Natürlich so ein Krypto. Tentox hätte natürlich jetzt nicht geone-shottet. Ja, einsetzen hat, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Nochmal hier Energie tanken. Ich hätte gerne noch einen Surfer in Tropius gelandet, aber ja. Jetzt brauchen wir vielleicht einfach 2 Blattgeiseln. Also wenn du hier reinköderst, das wäre heftig. Ja. So, kriegen wir jetzt mal Blattgeißel hin. Ich hoff's. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Landtun über. Für ein bisschen Damage noch.
Also sieht schon nicht so schlecht aus. Mal gucken, wie viele Blattgeißel macht, aber die sollte, denke ich, schon reichen bei der Range jetzt. Das wäre schon, wäre sonst witzlos, aber ja, sollte schon gehen. Sieht's aus und ja, GG. War auf jeden Fall ein geiles Set und muss sagen, Lasho King war schon ein interessanter Pick. An der Stelle nochmal danke an Thorsten für den Vorschlag und ja, wenn ihr noch andere Pokémon habt, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe jetzt natürlich nicht alles am Start, aber wenn ich es habe, ich zock's direkt. Und es hat sich ausgezahlt, wir haben es gesehen, Tentoxa haben wir im Prinzip weggefrühstückt und Roserade ist auch ein geiles Matchup. Dementsprechend einfach mal Pokémon zocken, die man jetzt nicht so oft sieht. Wieso eigentlich nicht? In dem Sinne, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ob wir noch ein paar Punkte aufsteigen können. Und ja, wünsche natürlich viel Spaß und ja, Erfolg bei euren Kämpfen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.